Willkommen im Paradies, kann ich eigentlich heute nur sagen, denn wir sind in der Königlichen Gartenakademie Dahlem. Und hier ist alles wunderschön weihnachtlich, denn hier findet ein Weihnachtsmarkt statt. Jedes Jahr zu einem besonderen Thema. Welches Thema ist es denn diesmal? Dieses Jahr haben wir uns The Great British Christmas ausgesucht. Und alles, was irgendwie mit Großbritannien zu tun hat, können wir damit so ein bisschen besser präsentieren. Das heißt, besondere Farben, besondere Pflanzen? Besondere Farben, besonders natürlich das, die Union Jack-Farben, das Weiß, Rot und Blau, findet man überall zurück. Aber auch im Café haben wir speziell für die Weihnachtszeit Betty's Tea Room dazu eingerichtet, was normalerweise unser Seminarraum ist, wo dann auch echte britische, englische Cakes und Scones und Clotted Cream und so angeboten werden mit einer schönen Tasse Tee. Wir haben auch versucht, dieses Jahr unsere Adventskränze und Türkränzen so einen kleinen englischen Geschmack zu geben, sodass wirklich dann auch so das und das Gesamtkonzept dieses Thema durchgetragen wird. Mhm. Weihnachtsmarkt heißt ja, man kann die Sachen hier kaufen. Es geht aber immer ums Thema Garten. Also alles, was man hier findet, hat mit Garten, mit Dekoration zu tun. Tatsächlich. Also es ist kein Weihnachtsmarkt im konventionellen Sinn. Nicht, dass wir ganz viele kleine Hütte haben, aber wir haben verschiedene Geschäfte. Und wir versuchen normalerweise im Sommer auch, ist alles, was hier mit irgendwie mit dem Garten verbunden zu tun, kommt hier im Angebot. Und zu dieser Jahreszeit natürlich auch Gartenbücher, Gartengeräte, schöne Vasen, schöne Dekorationssachen für drinnen und draußen. Königliche Gartenakademie, also zumindest das, was jetzt hier zu sehen ist, das sind Gewächshäuser. Also der komplette Markt findet in Gewächshäusern, in alten Gewächshäusern statt. Unseres ganze Leben findet hier in Gewächshäusern statt, auch das Büro und so. Und ja, wir haben uns damals hier in diese schöne alte Gewächshäuser verliebt. Und es ist ein für uns ein wunderbarer Ort, um sowas präsentieren zu können. Es ist schön hell und wenn die Sonne reinstrahlt, dann hat es dann plötzlich so ein ganz anderes, besonderes, funkelndes Licht, was natürlich um diese Jahreszeit dann auch, wenn dann so auf die ganze Weihnachtsdekoration dann glitzert und glänzt, das ist herrlich. Sie sagen, Sie haben sich damals hier verliebt. Wann war das ungefähr? Wir haben den Ort ursprünglich in 2005 gefunden. Wir haben 2008 eröffnet. Wie sah das vorher hier aus? Schlimm. Es waren alte Gewächshäuser, die in sehr marodem Zustand waren. Und wir haben dann längere Zeit gebraucht, um erstens die Finanzierung dafür zu organisieren und einen ausführlichen Restaurationsplan auf die Beine zu stellen, dass wir dann das Ganze umbauen könnten und bewohnbar machen könnten. Was war denn Ihr Konzept oder ist Ihr Konzept? Was machen Sie hier außerhalb der Weihnachtssaison? Also das Konzept ist eigentlich ein bisschen Gartenkultur wieder zu beleben. Wir haben eine Gartenschule, die Gartenkursen anbieten im Laufe des Jahres. Wir haben auch Designstudio, aber auch draußen Pflanzenverkauf, schönen Gartenbereich, schönes Café, wo man draußen sitzen kann. Und dann einkaufen, das, was man sonst noch zum Gärtnern braucht, so wie Samen und Geräte und Düngemittel und das Gesamtpaket wirklich. Gabriela Papa und ich haben beide 25 Jahre in England gelebt und dort gearbeitet und studiert. So, wir sind sehr geprägt von englischer Gartenkunst durch diesen Weg. Und
Ja, wir haben das große Glück gehabt, diesen Sommer, wenn die Queen zu Besuch war hier in Berlin, waren wir eingeladen zum Staatsbankett. Wir haben sie auch vorher schon in 2007, hatten wir einen Garden of the Chelsea Flower Show und haben wir sie auch getroffen und begrüßen dürfen und Prinz Charles und so die ganze königliche Familie. So, da sind, ja, wir haben da gewisse Verbindungen. Aber das ist nicht der Grund, warum diese Gartenakademie Königliche Gartenakademie heißt, sondern das hat noch historische Gründe. Es hat absolut historische Gründe. Ursprünglich war es die Königliche Gärtnerlehranstalt. Aber wie Gabriele sagt, sie hat nie gerne gelernt in die Schule. Also das war ein schlechter Name. Und Anstalt heutzutage hat man so gewisse andere Konnotationen. So daher ist es dann umgetauft worden in die Gartenakademie, dass es eine viel breiter, umfassende Terminologie ist. Das heißt, wie alt ist das ganze Objekt hier? Ursprünglich die Königliche Gärtnerlehranstalt wurde in 1823 von Peter Seflenet gegründet in Potsdam und sind dann 1907 hier nach Berlin umgezogen. Und sind dann im Laufe der Jahre immer wieder mal geändert vom Besitz und Eigentümer. Zum Schluss gehörten es die TU und wir haben dann dieses Teil des Geländes abgekauft, der Technischen Universität. Mhm. Wenn ich jetzt hierher komme, mit welchen Fragen kann ich mich an Sie wenden? Also zum Pflanzenkauf einerseits, aber was kann ich hier noch als Kunde bekommen? Also die Fragen sind sehr breitläufig, weil wir haben das Designstudio, da sind viele Fragen, die kommen zum Thema Bepflanzung und Gartendesign, Gestaltung. Wir bieten Gartendesign an, aber auch in die Kursen bieten wir Gestaltungskursen, Bepflanzungskursen, aber auch alles Praktisches vom Rosenschnitt über Obstbaumschnitt, über Kursen über Thema Farben im Garten und ja, alles, was irgendwie im Angebot kommt und auf die Wunschliste steht, wie Rasenpflege und ja, das ist immer ein sehr weitläufiges Spektrum. Aber so Sachen wie Pflanzenschutz und so, was mache ich gegen meine Schnecken, sind natürlich so sehr oft gefragte Fragen. Also Sie versuchen, dieses Gartenthema möglichst breit abzudecken? Ja, und auch einfach die Leute dafür zu begeistern. Also es ist so ein schönes Beruf für uns, aber ich liebe es, ich lebe für meinen Garten und ich finde es immer schön, wenn ich das mit anderen Leuten teilen kann und andere Leute dafür begeistern kann. Ich finde es nichts Schöneres, wenn am Ende von einem Kurs, dass ich merke, dass es die Leute juckt, um nach Hause zu gehen und anzufangen, alles zu schneiden und zu tun und das umzusetzen. Dann habe ich das Gefühl, ja, das war ein erfolgreicher Kurs und da ist noch eine infiziert und macht weiter. Wie ist denn die Leidenschaft zum Garten bei Ihnen geweckt worden? Ich habe das große Glück gehabt, ich mache das seit meiner Kindheit. Ich habe als Kind schon gerne gegärtnet und dann den riesigen Glück gehabt, das meinen Beruf machen zu können. Und das ist ein unglaublicher Reichtum. Also vielleicht nicht finanziell, aber im Kopf mit so etwas Schönes arbeiten zu können wie Pflanzen und die Vielfalt und die Farben und Texturen, das ist schon was ganz Besonderes. Das heißt, Sie sind auch selber zu Hause im Garten und verschneiden Pflanzen, Obstgehölze? Ja. Ja, wir haben nur einen ganz kleinen Garten, aber auch in den Garten von meinen Eltern in Belgien gärtne ich. Und wenn wir da sind, dann wird es Riesenbergen Unkraut gezupft und geschnitten und gemacht und getan. Und ja, es macht Spaß. Es ist für mich auch Erholung. Hat was Meditatives. Absolut. Man kann so die ganze Welt zurechtsetzen im Kopf, während dass man da so gemütlich vor sich hin zupft und macht und tut. Und man kann auch an gar nichts denken. Man kann seine Probleme aussortieren. Es ist gut für die Seele. Ja, Frau von Groning, wir waren jetzt in diesem Mittelgang und davon gehen so Gewächshäuser links und rechts ab. Eins davon ist dieses hier. Was passiert hier? Also es gibt viel zum Thema Advent, Adventskranz. Dieses Haus wird regelmäßig umdekoriert. Also im Frühjahr, Frühsommer ist das unser Balkonierhaus, wo die ganze Beet- und Balkonpflanzen verkauft werden. Dann ab September ist hier der Zwiebelverkauf, haben wir Tausenden von Zwiebeln. Und dann jetzt für die Adventszeit wird alles nochmal umgeräumt, ausgeräumt, umdekoriert. Und ist das unseres Adventshaus. So alles, was zum Thema Adventskränze, Türkränze, Dekoration wird hier verkauft und auch hergestellt. Also die Kränze. Ach, das wird alles selber hergestellt hier? Ja, wir binden Kränze selber und machen unsere eigenen Dekorationen und Girlanden und ja, alles, was die Leute so zu Weihnachten verlangen und brauchen. Musik.
Eine Sache ist mir hier schon besonders ins Auge gefallen. Und zwar, das sind hier diese Zwiebeln, die sind irgendwie mit Wachs, also Blumenzwiebeln, die mit Wachs überzogen sind. Das sind die Amaryllis-Zwiebeln. Normalerweise verkauft man sie oder kauft man sie im Topf. Diese sind einfach in Wachs gedippt und kann man so durch diese Spiral einfach so auf dem Regal stellen. Sieht sogar noch ein bisschen weihnachtlicher aus. Genau, der hat noch ein bisschen extra Dekoration bekommen. Amaryllis-Zwiebel kommen aus warme, trockene Bereiche und brauchen nicht so viel Wasser. Und wie alle Zwiebeln, die sind so ein bisschen wie diese Instant-Mahlzeiten, so Potnudeln oder so, die brauchen nur noch Licht und Wasser, um auszutreiben. In diesem Fall, der Zwiebel, der Knolle hat alles drin, was sie braucht, um Blätter zu machen. Die Blütenknospen sind schon da. Und so, sie braucht nur Licht und ein bisschen Wärme, um loszulegen. Ich brauche sie nicht einmal gießen? Sie braucht nicht einmal gießen, sie muss nicht eingepflanzt werden. Da ist schon die erste Blütenknospe, die kommt. Da ist schon die zweite, die kommt. Da wird wahrscheinlich noch eine dritte oder sogar eine vierte kommen. Und die wird dann so über die kommenden Wochen erstmal wachsen und dann anfangen zu blühen. Und dann kommt der eine Blütenstiel nach der andere, so über mehrere Wochen oder sogar Monaten. Wird sie sich dann so langsam völlig verausgaben. Also bis zum Schluss ist dann so noch ein bisschen verstrumpelte Hülle. Also Lebensdauer ungefähr ein Jahr? Also ich kenne jemanden, die eine vor 2 Jahren hier gekauft hat. Die hat einfach am Ende der Saison den Wachs abgenommen, in sie doch getopft und wieder aufgepäppelt, sodass sie dann letzten Weihnachten wieder geblüht hat. Und aber hat dann unten schon so den Ständer dran? Den Ständer, sodass man einfach hinstellt, man muss ihn nicht gießen. So für der, der wirklich keinen grünen Daumen hat, perfekt. Also kann man nichts falsch machen. Man kann hier bei Ihnen auch so die Kränze als Rohling kaufen und dann mit diesen Deko-Teilen selbst dekorieren zu Hause. Und da gibt es total ausgefallene Dinge, wie zum Beispiel das hier. Ja, das sind zum Beispiel die Samenkapsel von den Eukalyptus. Die sind gefärbt, aber wir haben die auch hier als grüne Zweige, da sieht man die Ähnlichkeit. Man hat so die übliche Scheiben von getrockneten Äpfeln oder Orangen oder auch die ganze kleine Clementinen und so. Genau, aber ja, diese kleine Fruchtkapsel sind ab und zu natürlich auch mal was anderes. Oder ja, hier zum Beispiel die kleinere Lotus-Fruchtkapsel. Auch so wie das, die Tülle von der Gießkanne. Genau, ja genau, die sind sehr schlau gebaut und normalerweise sieht man sie als etwas Größeres, aber es gibt auch kleinere Blüten und die produzieren dann diese kleine Samenkapsel. Da haben sogar Samen drin. Dieses Rote hier finde ich ja auch noch sehr faszinierend. Genau, die sind einfach in Wachs gedippt. So normalerweise werden die bräunlich in Farbe, aber in diesem Fall, das sind die Früchte von der Erle.